Hi zusammen, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe euch ja auf Insta so ein bisschen auf dem Laufenden gehalten, weil ich ja gerade ein Abnehmprogramm mache. Und zwar ist das von Natural Mojo, dieses 6 Wochen Abnehmprogramm. Da habe ich ja euch immer wieder ein bisschen was dazu gesagt. Und ich habe abgestimmt, wer von euch dazu ein Video sehen möchte, also ein umfangreiches Video dazu. Und es haben 95% mit Ich will das sehen geantwortet, abgestimmt, und deswegen mache ich heute dieses Video. Ich bin jetzt in Woche 3, das heißt, ich habe jetzt gerade Halbzeit. Es gibt auch dieses Programm mit 2, 4 und 6 Wochen, aber ich bin ja schon mit den Produkten von Natural Mojo vertraut und deswegen habe ich gleich das 6-Wochen-Programm genommen. Und ja, ich werde euch jetzt dazu sagen, wie es mir so ergangen ist, was ich so mache, was sich verändert hat. Und ja, ich wünsche euch jetzt schon mal ganz viel Spaß beim Video. Ich habe mir auch heute einen kleinen Spickzettel geschrieben, damit ich ja nichts vergesse, was ich so alles sagen möchte, weil es doch sehr, sehr umfangreich ist. Zuallererst, was ist dieses Abnehmprogramm? Also dieses Abnehmprogramm ist ausgerichtet auf Leute, die Sport machen und die aber auch keinen Sport machen. Und ihr könnt, wie gesagt, wählen zwischen 2, 4 und 6 Wochen. Da ich aber schon mit diesen Produkten von Natural Mojo vertraut bin und ich weiß, dass ich sie gerne mag, habe ich gleich die 6 Wochen genommen. Ich zeige euch jetzt mal so ein bisschen, was ihr in den 6 Wochen bekommt an Produkten. Und zwar bekommt ihr 3 Fit Shakes. Ich habe euch die Fit Shakes ja schon sehr oft gezeigt. Das sind diese Shakes, die man mit denen man 1 bis 2 Mahlzeiten am Tag ersetzen kann. Ihr könnt euch auch die Geschmacksrichtung selbst aussuchen. Dann bekommt ihr einen Activity. Das ist ein Kräutertee mit wertvollen Superfoods. Die Inhaltsstoffe sind so ausgewählt, dass sie den Kreislauf in Schwung bringen und dann somit auch die Fettverbrennung ankurbeln. Ihr bekommt diesen Purity. Das ist mehr so ein Detox-Tee. Diesen Beauty. Das ist so ein Früchtetee für schöne Haut, Haare und Nägel. Dann bekommt ihr die Fit Caps. Die erhöhen den Stoffwechsel bei der Fettverbrennung. Dann bekommt ihr diese Diet Caps. Die reduzieren das Hungergefühl. Sind natürlich vegetarisch und vegan. Dann bekommt ihr diese Carb-Blocker, die finde ich persönlich sehr super. Die sind so ein natürlicher Kohlehydratblocker. Das heißt, wenn ihr was esst, dann reduzieren sie schon diese Kohlehydrataufnahme beim Essen. Ihr bekommt natürlich diesen Premium-Shaker mit dazu, damit ihr auch eure Shakes schütteln könnt bzw. anmischen könnt. Ihr bekommt Teebeutel dazu. Die Programmübersicht bekommt ihr auch dazu. Das heißt, auf dieser Programmübersicht sind verschiedene Übungen, die ihr machen könnt. Also ein richtiges tolles Workout für zu Hause finde ich sehr super, weil es hätte nicht jederzeit ins Fitnessstudio zu fahren. Dann bekommt ihr auch noch einen Ernährungsplan. Und was wirklich auch sehr toll ist, ihr könnt mit Coaches persönlich sprechen bzw. chatten. Die sind wirklich auf euch dann abgestimmt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder wenn ihr einfach nicht mehr weiter wisst. Vor allem diejenigen, die einfach mit Diät und Sport und sowas nicht viel am Hut haben und sich gar nicht so gut auskennen, die können die Leute fragen, weil die wirklich vom Fach sind. Und ja, also das ist wirklich ein sehr umfangreiches Programm. Man wird wirklich super betreut und ich habe das jetzt 3 Wochen durchgezogen und ich werde euch jetzt mal mein Fazit dazu sagen, was es bei mir gebracht hat, welche Übungen das ich gemacht habe, wie sich die Ernährung bei mir umgestellt hat und so weiter. Also fangen wir erstmal bei der Ernährung an. Ich habe meine Ernährung nicht nach diesem Ernährungsplan gehalten, beziehungsweise nicht ganz, weil ich nicht Low Carb essen kann. Ich kann einfach nicht auf Kohlenhydrate verzichten, weil es mir das sehr, sehr schlecht geht. Ich vertrage das einfach nicht. Allerdings, was ich gemacht habe, ich verzichte komplett auf Süßigkeiten. Ich habe ja sonst sehr viel Süßigkeiten gegessen, sehr viel Süßes, sehr viel ungesunde Sachen, auch mal McDonald's und so weiter. Ich habe das einfach nicht so streng gehalten und das habe ich jetzt aber wirklich durchgezogen, muss ich sagen. Also ich bin auch sehr, sehr stolz auf mich, weil ich sehr, sehr gerne Süßigkeiten und Süßkram esse. Ich frühstücke auch 2-mal in der Woche morgens nicht. Das ist, wenn ich zur Arbeit gehe. Es heißt zwar immer, dass man das nicht machen soll, weil das Frühstück das wichtigste Essen am Tag ist. Aber mir ist aufgefallen, bei mir, wenn ich morgens nichts esse, dann habe ich schon einen viel flacheren Bauch, dann nehme ich einfach schneller ab. Für mich ist das Frühstück einfach nicht so gut bekömmlich oder ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Auf alle Fälle, was ich dann mache, also ich frühstücke morgens nicht. Ich habe das sonst immer gemacht. Ich habe morgens gefrühstückt vor der Arbeit und habe dann in der Arbeit Vormittag gegessen und habe dann Mittag gegessen und dann Nachmittag nochmal einen kleinen Snack und dann abends nochmal. Und das sieht jetzt folgendermaßen aus. Also ich gehe 2 Tage die Woche
arbeiten. Das heißt, ich frühstücke morgens nicht mehr. Ich esse erst in der Arbeit so um 10 Uhr. Und da esse ich dann meist einen griechischen Joghurt. Dann schütte ich 2 Esslöffel von diesem Fitshake rein und ein bisschen Bananen und Haferflocken. Und das ist dann sozusagen mein Frühstück. Das hält auch ziemlich lange. Mittags kochen wir uns dann oft eine Suppe oder wir essen Vollkornbrot mit Käse oder so etwas. Und abends esse ich dann wirklich sehr, sehr kohlenhydratarm. Sie kommen bei mir aber nicht weg. Das heißt, ich esse Vollkornreis, ich esse Kartoffeln. Also ich esse diese guten Kohlenhydrate, die in ihrer Ursprungsform sind. Das heißt also keine Pommes oder alles, was weiter bearbeitet ist. Ich habe da wirklich super tolle Rezepte rausgesucht. Ich habe die von Natural Mojo einfach ein bisschen erweitert, dass ich, wie gesagt, ein bisschen gute Kohlenhydrate dazu nehme. Und das habe ich auch deswegen gemacht, weil ich weiß, dass ich so eine Low-Carb-Diät niemals für immer durchziehen könnte. Und ich möchte keinen Jojo-Effekt. Ich möchte meine Ernährung dauerhaft umstellen, weil es mir jetzt in den 3 Wochen einfach viel besser geht. Ich fühle mich nicht mehr so aufgebläht. Mir geht es einfach besser, meinem Mann geht es besser. Er hat auch gesagt, er findet diese Ernährungsweise einfach super. Wir gönnen uns allerdings einmal in der Woche, dass wir abends zum Essen gehen. Aber da kommt dann auch keine fettige Pizza mehr, sondern wir essen dann lieber mal einen Salat mit Meeresfrüchte und ein Pizzabrot dazu. Also dass diese Kohlenhydrate wirklich nicht überhand nehmen. Und damit fahren wir sehr, sehr gut. Also ich bin bisher sehr glücklich und ich denke, dass ich auch so eine Ernährungsweise auf Dauer beibehalten kann. Und das ist ja das, was ich möchte. Dann kommen wir zum nächsten Thema Sport. Ihr wisst, dass ich doch eher Sport mache, um eben gut auszusehen und nicht, weil es mir so viel Spaß macht. Allerdings bin ich doch mittlerweile sehr, sehr motiviert. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich mindestens 3-mal die Woche Sport mache. Und maximal alle 2 Tage. Ich gehe manchmal ins Fitnessstudio, aber meistens mache ich dieses Workout zu Hause, weil Fitnessstudio einfach sehr teuer ist und weil ich sehr weit zu fahren habe. Und ich denke, zu Hause kann man das auch machen, wenn man die Motivation beibehält. Bisher hat es sehr gut geklappt. Ich fühle mich auch sehr wohl. Ich habe sehr viele Übungen von Natural Mojo in mein Workout eingebaut, zu den Übungen, die ich sowieso schon kannte, die ich weiß, dass sie mir einfach gut tun. Es ist ja nicht jeder Mensch gleich, jeder reagiert anders, egal ob es auf Ernährung bezogen ist oder auch auf Sport. Da muss man sich wirklich selber so einen kleinen Überblick verschaffen, was einen da gut tut und vor allem, was das Ziel ist. Ich habe mir zum Ziel gesetzt, dass ich 3 Kilo abnehme. Es ist nämlich so, dass ich seit der Schwangerschaft oder nach der Schwangerschaft 3 Kilo mehr hatte als vor der Schwangerschaft. Mit dem bin ich immer sehr gut zurechtgekommen, weil ich eben vor der Schwangerschaft ziemlich dünn war, würde ich mal sagen. Und nach der Schwangerschaft war ich dann einfach normal, wenn auch nicht sonderlich gut trainiert. Aber ich habe jetzt über die Wintermonate 3 Kilo zugenommen und das war mir dann doch definitiv zu viel. Ich hatte in den Wintermonaten einfach sehr viel Ungesundes gegessen. Es gab 3 Wochen lang jeden Abend Spekulatius-Tiramisu. Also das war einfach viel zu übertrieben. Ihr seid schon bestimmt gespannt, was sich jetzt in den 3 Wochen getan hat. Und ich kann euch sagen, ich habe jetzt in den 3 Wochen circa 1,5 bis 2 Kilo zugenommen. Das variiert ja immer, ihr wisst das bestimmt, je nachdem wie viel man getrunken hat, ob man sich morgens oder abends wiegt, aber so um den Dreh zwischen 1,5 und 2 Kilo. Mein Bauch hat sich auch ein kleines bisschen verbessert. Ich werde euch jetzt das Ergebnis zeigen. Ich werde euch ein Vorher-Nachher-Bild einblenden, beziehungsweise ein Video. Ich habe euch nämlich mal vor, ich glaube, 1 oder 2 Monaten ein Video dazu gedreht, wie es wirklich um meine Figur steht, weil ja immer viele denken bei Insta, ich habe so eine tolle Figur, was aber nicht der Fall ist. Ich habe auch meine Problemzonen. Und ja, jetzt geht's ans Eingemachte. Ich werde euch jetzt mal meinen Bauch zeigen und ich hoffe, ihr seht es so wie ich. Ich finde, dass mein Bauch jetzt doch sehr viel definierter ist, dass er nicht mehr so dick ist, dass ich hier auch an den Seiten nicht mehr so viel Speck habe. Und also mein nächstes Ziel, was ich jetzt noch verfolge in den nächsten 3 Wochen oder natürlich noch länger, ich werde das ja auch länger durchhalten, dass ich einfach
ja, mehr Definition am Bauch habe, dass man die Bauchmuskeln ein bisschen besser sieht, dass ich hier den einen oder anderen Speck noch wegbekomme. Aber ansonsten bin ich schon sehr, sehr zufrieden, muss ich sagen. Ich finde dieses Programm wirklich toll. Also das war jetzt so der Zwischenbericht zu dem 6 Wochen Abnehmprogramm. Also wir haben jetzt noch, oder ich habe noch 3 Wochen vor mir. Ich werde auch ein Abschlussvideo drehen, wie es dann in 3 Wochen aussieht. Wie ich das Ganze so durchhalte und wie es mir geht, ob sich vielleicht noch mehr getan hat. Wenn ihr vielleicht bestimmte Rezepte haben wollt, die ich immer so mache oder wie ich mich jetzt den Tag über ernähre, welche Übungen, dass ich immer mache, dann schreibt mir das bitte mal in die Kommentare, dann werde ich nämlich das nächste Mal einfach im Video mit einpacken, denn ich wusste nicht, inwieweit das euch das interessiert, welche Übungen ich mache. Falls ihr aber schon mal einen kleinen Einblick wollt, ihr könnt mir gerne auf Insta folgen, weil da zeige ich euch ein paar Sachen. Ich begleite euch immer so wieder, wie es mir im Moment geht, was ich alles so mache. Ich heiße dort YouseBeauty, könnt mir da gerne folgen. Oder auch auf Snapchat, da poste ich auch hin und wieder etwas. Und dann hoffe ich, hat euch mein Video gefallen. Es war ein bisschen informativ. Dann wünsche ich euch wunderschöne Ostern. Ich wünsche euch wunderschöne Feiertage. Und ich hoffe auch natürlich, dass wir jetzt endlich schönes Wetter bekommen. Und was ich auch hoffe, dass wir uns natürlich wieder im nächsten Video sehen. Tschüss!